Moin Moin, Schwenny wieder am Start. Wochenende, wir sind mal wieder on Tour. Mal gucken, wie viel wir heute gerissen bekommen. Genauere Anpeilungen, wie viel, wissen wir noch nicht. Wir lassen es einfach auf uns zukommen und ihr seid live dabei. Also schön dranbleiben und dann, wir sehen uns definitiv am ersten Cache wieder. Peace. Schwenny im Baum. Haken. Angenehme Höhe. Also nichts für Leute, die Höhenangst haben. Aber kein Problem für Schwenny. Er ist nur zu dick, wieder runterzukommen. Ja. Tja. Der erste Cache war mehr oder weniger so ein Glückstreffer von mir. Ich dachte mir einfach so, okay, kletterst du mal einen Baum hoch und da hing mir das Ding schon fast in mir Sicht, als ich eine gewisse Höhe erreicht hatte. Cache Nummer 2. Müssen wir mal gucken, ob wir den machen können, weil ich, so wie ich gerade gesehen habe, saßen da hinten Muggels und haben geangelt. Das ist natürlich auch nicht so geil. Da stehe ich jetzt nicht so wirklich drauf, jetzt nur auf entdeckt zu werden. Muss ja nie sein, weil, wie wir es aus dem letzten Video kennen, Muggels könnten eventuell wegnehmen, zerstören, whatever. Und jetzt gehen wir erstmal gucken, ob wir das irgendwie erreichen. Geht hier wieder schön durchs Dickicht. Und dann sehen wir uns, wenn wir angelangt sind an Cache Nummer 2. Also, bis gleich. Leider. Satz mit X, das war wohl nix. Einen gefunden, einen leider nicht. Auf zu Cache Nummer 3. Vorher noch jemanden einsammeln. Vielleicht zeigen wir danach auch nochmal. Müsstet ihr aber theoretischerweise kennen aus dem vorherigen Video. Der gute Nigo. Auch wieder am Start, unser Bunker-Experte. Aber der wurde jetzt noch rasch eingesammelt und dann sind wir schön als Vierer-Squad unterwegs. Und dann mal gucken, was auf uns zukommt, ob wir noch was finden heute oder nicht. Und ja, wenn ihr möchtet, bleibt halt dran. Ansonsten eben halt nicht. Und boah, bis gleich. Hi. Wir sind jetzt an Cache Nummer 3. Und ja, haben wir jetzt unseren zweiten Special Guest, den Nigo, eingesammelt. Lassen wir mal, könnt ihr auf dem Channel von meiner Frau sehen. Eventuell. Und ja, wir laufen jetzt einfach mal schön geschmeidig zu Cache Nummer 3 und dann melden wir uns gleich zurück. Ne? Also, bis gleich. Cache Nummer 2, auch leider erstmal ein Misserfolg. Grund dafür sind Bauarbeiter, die die ganze Zeit hochgucken, was wir da machen. Und müssten wir wahrscheinlich zu einem noch späteren Zeitpunkt her oder am besten morgen. Und dann noch mal schnell snacken. Jetzt geht es erstmal zu Cache Nummer 4. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Und nach Beschreibungen her soll er sogar direkt in einem Bunker oder an einem Bunker sein. Und ja, mal verbinden wir das Ganze gleich sogar noch mal schnieke mit einem kleinen Lost Place eventuell. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Peace. Nice gefunden. Bitte schön. Gefunden. Zwei gefunden, zwei nicht. Also, ausgeglichen. Und gefunden hat ihn? Er hat gemacht. Nigo. So, wir laufen jetzt zu Cache Nummer 5. Schauen wir mal, ob wir ihn finden und wer ihn findet. Dann denke ich mal, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Wir haben den Cache gefunden. Da hängt da. Da ist es. Da melde ich mich zurück. Cache Nummer 3 gefunden. Gelockt, eingetragen, alle drum und dran. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Cache Nummer 4 und 5. Sind relativ dicht beisammen und dann melde ich mich, so wie ich da angekommen bin. Sind 1,3 Kilometer und dann Peace. Ja, wir laufen jetzt zum insgesamt 6. Cache, davon 2 nicht gefunden. In knapp 500 Meter müsste das soweit sein. Die anderen Caches, die wir nicht orten konnten, da müssen wir definitiv noch mal vorbeifahren, weil zu viele Muggels und so. Es muss nicht wirklich unbedingt sein.
Und ja, dann melden wir uns in absehbarer Zeit zurück. Also, peace. Ja, bring die Büchse mit. Bring mit. Yo, wir haben jetzt den 6. Cache gefunden. Nigo hat's gemacht. Den 2., den er gefunden hat. Nicer Durchschnitt. Ja, unsere 6 haben wir quasi erreicht. Ich denke mal, ein Bonusding machen wir noch und danach war es das denn gewesen für unsere Tour heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Cache Nummer 7. Und bis dahin, peace, bleibt schön dran. Schwennys Frau ist jetzt am Suchen. Schauen wir mal. Mit Fetti. Und Nico blickt auch mal das Gebüsch ab. Voll ins Wasser gefasst. Nicht lustig. Das hätte aber sein können, da ist ein Loch. Greif doch gleich nochmal rein. Mann. Da ist er. Wir haben jetzt 7 Stück an der Zahl. 5 gefunden, 2 nicht. Megatour. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir definitiv raus für heute. War eine lustige Tour. Ja, wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Peace, euer Schwenny.